Ein grausames Gewaltverbrechen in Rövershagen im Landkreis Rostock sorgt für Entsetzen. Ein 26-jähriger Mann soll seine Eltern und seine 25-jährige Schwester ermordet haben. Zu der Tat ist es vermutlich bereits im Februar diesen Jahres gekommen. Im 15 Kilometer entfernten Kösterbeck soll der junge Mann die Leichen dann auf diesem abgelegenen Feldstück vergraben haben. Anlass für die Ermittlungen war die Vermisstenanzeige einer Verwandten. Wir haben die Ermittlungen aufgrund einer Vermisstenanzeige einer weiteren Verwandten aufgenommen und haben die Ermittlungen durchgeführt, bis sich die Verdachtsgründe verdichtet haben. Der Beschuldigte hat sich gestern eingelassen. Wir konnten einen Fundort vorfinden und dort auch drei Leichname bergen, die sich jetzt bei der Gerichtsmedizin befinden. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Im Falle seiner Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Weitere Angaben zu den Umständen dieses Verbrechens wollte die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Die betroffene Familie soll sehr zurückgezogen gewohnt haben. Auch soll es häufig zu Streitigkeiten innerhalb der Familie gekommen sein.